So, das All-Stars-Camp ist leider schon wieder vorbei. Und ihr habt ja jetzt ein ganz großes Experiment von Simon miterlebt. Simon hat sich ja große Mühe gegeben, hier all das zu realisieren, was wir sonst bei Präsenz-Barcamps so auch erleben. Und insofern ist jetzt so interessant, wie lief es denn eigentlich aus eurer Sicht so? Da gab Impulsvorträge, Lightning Talks, Barcamp Sessions, gemeinsame Dokumentation, Abendessen, Abendevent, sogar Musik zum Tanzen, Pausengespräche, Zugangskontakte, all sowas. Wie erfolgreich war aus eurer Sicht dieses Experiment? Es wäre ganz schön, wenn ihr euch dazu ein bisschen äußern könntet. Und wer sich dazu äußern will, der hebt einfach mal seine Hand. Den holen wir dann mal ganz kurz auf die Bühne für ein ganz kurzes Statement. Vielleicht darf ich anfangen, Simon Karl-Heinz. Ja, schieß los, klar. Ja, ja. Also wir waren doch letztes Jahr in München. Wenn wir uns zurückerinnern, an den Event in München, war es ein sehr, sehr heißer Tag. Also der Weg zurück zum Bahnhof, der war schon, man musste im Schatten laufen, dass man da irgendwie zum Bahnhof gekommen ist, wenn man noch ein bisschen Rucksack dabei gehabt hat. Und es war schon sehr spannend im letzten Jahr. Wenn mir letztes Jahr jemand erzählt hätte, was wir dieses Jahr machen, nämlich, was Karl-Heinz gerade gesagt, die Pulsvorträge, Lighting, das Barcamp Session und, hätte ich gesagt, ja, Mensch, du warst vielleicht ein bisschen zu lange in der Sonne. Weil das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man innerhalb von einem Jahr so eine Veranstaltung machen kann. Mir werden mehr Argumente dagegen eingefallen, warum sowas nicht funktioniert. Aber so gesehen, denke ich, was ich zu Beginn gesagt habe, die Ausgangssituation, dass wir eben eine Systemstörung haben und jetzt auf einmal andere Wege gehen müssen, hat wirklich ungeheuer viel Innovation hervorgebracht. Und Simon, herzlichen Dank für dein ganzes Engagement. Gerne, gerne. Ja, ich bin jetzt hier versehentlich auf die Taste gekommen, aber ich möchte echt nur mal sagen, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich bin ganz beeindruckt, was digital alles möglich ist. Es ist zwar ein ganz anderes Feeling, aber ich finde es ganz toll, was ihr gemacht habt. Und danke auch nochmal allen, denen ich hier begegnen durfte. Sehr cool. Danke dir. Ja, hier möchte ich mich auch nochmal anschließen. Also ich finde es wirklich super, wie du aus einem eigentlich Face-to-Face-Event ein super geiles, digitales, virtuelles Event gemacht hast und halt auch wirklich gezeigt hast, was man machen muss im Vorfeld, um das so auf die Beine zu stellen, dass es auch funktioniert. Das kann man nicht unterschätzen, trotzdem unterschätzen es viele. Das war schon in der Vorbereitung hervorragend und ich habe wieder viele tolle Leute kennengelernt, ganz viele Eindrücke bekommen und mir raucht der Kopf. Also muss jetzt gleich erstmal eine Runde laufen gehen und dann erstmal die ganzen neuen Informationen verarbeiten. Vielen Dank dafür. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit. Ich meine, so ein Event macht ja nicht einer. Also das sind ganz viele Leute vor und hinter der Bühne, die da helfen. Also angefangen bei Karl-Heinz, bei Joachim, Martin, Benedikt mit Stage und Backstage-Management, mit Laura, mit Olli und dem anderen Olli. Winnie Falco von der Telekom, die es dafür gesorgt haben, dass wir einen schönen Custom-Raum haben, die Johanna. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch die Leute zu nennen, die sozusagen nicht sichtbar auf der Bühne sind, aber alle mitwirken. Dann gehe ich mit dir, Bibi, alle Nächste. Genau, das wäre auch meins gewesen. Also vielen, vielen Dank, Simon, an dich, aber auch echt an dein mega tolles Team, das dir geholfen hat, das aufzustellen. Der Achim hat gesagt, es war eine geniale Technik, stimmt. Also ich bin auch total Remo verliebt. Aber ich glaube, also das Programm macht's aus. Also die Vielfältigkeit, die du uns auch geboten hast, ob das gestern Abend eben das Jeopardy war oder auch der DJ. Also du hast uns allen das Gefühl gegeben, also dass wir irgendwo in einem großen, coolen Veranstaltungsraum waren. Und das macht's aus. Also ich habe bis 12 Uhr gestern durchgehalten und genau, es war großartig dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Planet Lano S. Sehr cool. Danke dir. Holger. Also grandios vorbereitet, grandioses Event, also da gibt's auch gar nichts zu sagen. Was ich total schön fand, war auch so wirklich auch die Abendveranstaltung. Ich bin nach Kinder im Bett war, habe mich abends nochmal dort eingewählt mit dem Harald und Olli und mit dem Alfred und habe dann so, und das fand ich sehr schön, dass man einen Ort hat und Event, um nochmal Leute zu treffen. Also das hätte ich am Anfang gar nicht erwartet, so, ne, abends so, aber das war grandios. Der zweite Punkt,
Ich hätte gern noch eine Sessionrunde mehr gehabt. Also so, also das so von meinem Neugierigkeitsdrang, also das wäre nochmal ein Wunsch an die Organisation. Ansonsten habe ich auch auf Twitter gestern geschrieben, das ist so für mich die Leitveranstaltung, was Community Management angeht. Also ich kenne nichts Besseres. Also das ist auch das erste Mal. Und da ich auch letzte Woche selber so ein Event gemacht habe, weiß ich, wie viel Vorbereitung ist. Und hier ist nochmal der zehnfache Faktor bestimmt reingegangen. Also das war für mich auch mit den Menschen und mit den Beiträgen großes Kino. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Danke dir. Wir werden dann wieder eine ausführliche Feedbackrunde machen. Da kannst du dann vorschlagen, dass wir auf 2 Tage verlängern. Ja. Oder auf 26 Stunden. Eine weitere, genau. Ja, Marcel. Ich zuerst? Ich dachte Ladies first. Okay, dann mache ich zuerst. ich habe auch so ein bisschen geguckt, wie nah kommt es an reale Veranstaltungen ran. Und da fand ich vor allen Dingen diese Sitzordnung und dieses Rüberswitchen zwischen den Tischen fand ich sehr gut und sehr nah an dem, wie es auch real machen würde. Haben wir auch gestern Abend erlebt, dann in dieser Live-Diskussion, die sich dann nochmal zu Leitfäden entspannt hat, von privaten Dingen bis über dienstliche Sachen, die man da bespricht. Das war toll und sehr nah am realen Event. Und was sogar noch ein Tick besser ist, das Online-Format, ist das Session-Hopping. Das ist wirklich klasse. Ich habe dann in Teams quasi 3 parallele Sessions offen gehabt und bin immer mal wieder hin und her gesprungen und auch geguckt, dass man den Strang nicht verliert. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber in einer Runde habe ich das mal ausprobiert und das ist natürlich wesentlich einfacher, als die Tür zu öffnen, rauszugehen und rüberzugehen. Also das ging dann wesentlich besser noch aus meiner Sicht. Ich habe das Beamen zwischen Sessionräumen erfunden. Ja, genau. Nee, war grandios. Nochmal ganz herzlichen Dank an euch und an Simon, besonders an dich. Bis dann. Danke. Tschüss. Danke, Marcel. Patricia. Aus der Schweiz auch ein herzliches Dankeschön. Es war unheimlich toll. Ich dachte schon, das Corporate Learning Camp, das Digitale, wäre unglaublich organisiert. Und das hier hat das nochmals getoppt. Also wirklich super gemacht. Ich habe viel kennengelernt. Danke allen für die guten Gespräche und für die vielen tollen Inputs. Und die Motivation, die ihr mir jetzt mit auf den Weg gegeben habt, weiterzumachen, weiter herumzurocken, wie wir jetzt am Schluss noch diskutiert hatten. Ja, ich freue mich sehr und ich würde mich freuen, wenn ich irgendwo einen Circle starten könnte, einen Lerno-Circle. Tschüss aus der Schweiz. So, jetzt müssen langsam mal die Kritiker kommen und sagen, was man noch hätte viel besser machen können. Also ich fange erstmal mit dem Positiven an, okay? Ich habe ganz viel FOMO gehabt, da aber die Records, die Session aufgezeichnet sind, denke ich, kann ich das noch nachbereiten. Vielleicht habe ich noch die Muralboards und die Wikis und dergleichen. Und das fand ich hier deutlich einfacher als das in einem realen Barcamp, weil da bin ich nur am Hin- und Herlaufen und da fängt die Dokumentation ein bisschen hinten runter. Bei dem Remo, dass man ins Plenum gerufen wird oder zack und die Gespräche aufhören muss, das ist manchmal schade. Also da hätte ich manchmal auch gerne gehabt, einfach am Tisch sitzen geblieben und meinen Kaffee getrunken. Und da seid ihr ja so hart. Ja, da war ein Übergriff. Ich lese auch das Tool gar nicht anders zu. Also ja. Ihr habt das Tool danach ausgesucht. Gebt das zu. Alles klar, danke dir, Frank. Danke. Ja, Simon, Karl-Heinz und das ganze Team, ich glaube, ihr habt hier neue Standards gesetzt, wie virtuelle Meetings, virtuelle Treffen auch sein können. Genauso soll das sein. Ich fand es unglaublich toll. Spezielle Sachen, die mit Sicherheit als Einzelnes in ganz viele andere Events jetzt reinwandern werden, zum Beispiel die Willkommensvideos, finde ich eine ganz großartige Möglichkeit. In 20 Sekunden 3 Hashtags, das bin ich, drum bin ich hier, kann ich mir 3 Tage vorher anhören, eine ganz großartige Geschichte. Auch die Setup ist alles schon gesagt worden. Ich würde mir wünschen, fürs nächste Mal, macht das T-Shirt so, dass das ein bisschen weiter oben ist, weil die meisten hat man nur so gesehen. man muss dann schon aufstehen, dass man mit Stolz das T-Shirt tragen kann, was ich tue. Waren super tolle Leute, wieder bestätigt. Es war keine einzige Session, wo irgendwie komische Pausen waren. Fragt jetzt jemand was? Also ich bin nach wie vor begeistert und werde weiterhin jede freie Minute, die ich habe, da investieren. Vielen, vielen Dank an alle. Macht weiter so und ja, rockt die Zukunft. Danke dir, Harald, für deine Energie, die du mal reinbringst. Das gibt uns Schwung über die 2 Tage hinaus, weil wir haben ja noch 363 andere Tage. Merci. Sehr gerne.
Ja, für mich steht das ganze Thema Lerners All-Stars Camp unter dem Motto zeigen, was möglich ist. Also für mich sind es 24 Stunden virtuelle Konferenz, wo wir wirklich in der Vorbereitung, in dem Austausch davor, in der Durchführung, aber jetzt auch in dem, was an Dokumentation ist, eigentlich sieht, was alles im Jahr 2020 geht, wenn die richtigen Teilnehmer dabei sind, die natürlich eine hohe technische Affinität haben und auch viele davon echt fit sind im Umgang mit virtuellen Tools, aber das auch entsprechend so mitgedacht ist. Und ihr habt sehr viel experimentiert in den letzten Wochen. Für mich war schon alleine diese Reise bis gestern Nachmittag extrem spannend. Ich finde das technische Setup genial, bis auf das Thema Telegram. Das hatte ich auch schon mal geäußert. Ich glaube, da ist eine Kanalisierung wirklich wertvoll, damit man nicht mit über 100 Leuten in einem Kanal zu allen Themen irgendwie so unter Dauerfeuer steht. Dafür fand ich jetzt wirklich nochmal, ich habe häufig jetzt mit Remo schon gearbeitet, aber hier hat man das Zusammenspiel aus informalen Begegnungen, Selbststeuerung und dann der großen Bühne wirklich mal par excellence gesehen. Also das war mein bestes Erlebnis, was das Thema Selbststeuerung angeht. Und es ist einfach cool, dass wir uns im virtuellen Raum alle von Angesicht zu Angesicht sehen, weil das passiert auf Konferenzen sonst nicht. Ja. Ja. Würdest du sagen, sowas wie Slack, also so Mehrkanal-Messenger statt Telegram wäre besser? Genau, ich habe es auch im Pad notiert. Ich glaube, Slack wäre da meine erste Wahl. Und wir haben es ja auch beim Wir versus Virus Hackathon gesehen. Das hat noch Potenzial. Da kann man auch mit mehreren tausend Leuten sich gut kanalisiert unterhalten. Aber es wird ein Los 20 geben und da werden wir das berücksichtigen. Super. Danke dir. Vielen Dank euch, ja? Stefan. Ja, ich wollte kurz da ansetzen bei dem, was Herr Harald gesagt hat. Der hat gesagt, neuer Standard für virtuelle Meetings. Ich würde sagen, die Messlatte ist höher. Ihr habt einen neuen Standard für Meetings überhaupt gesetzt, inklusive virtuell. Weil der Blumenstrauß an Tools, den ihr präsentiert habt und auch vorgestellt habt und uns die Zeit gegeben habt, uns dran zu gewöhnen, der war außerordentlich. Die Organisation von Anfang bis Ende und weit davor, und ich nehme auch an, weit danach, super. Die Teilnehmer, es hat Riesenspaß gemacht, viele neue Leute kennengelernt. Das Networken war super, super einfach. Auch das Switchen zwischen den einzelnen Tables und das Switchen zwischen den Sessions, wurde ja schon gesagt, hervorragend, macht Spaß, vereinfacht das, man hat kein schlechtes Gewissen, es wird also einfach ein Gedankenprozess wird unterstützt. Und zu guter Letzt, Leute, das hat einen Riesenspaß gemacht. Nicht nur mit dem Spiel, sondern die ganze Session hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin geflasht. Ja. Weiter so. Dankeschön. Wir werden auch sicher switchen vom Event-Management-Modus in Community-Management-Modus. Also das wird nicht aufhören. Ja. Perfekt. Okay. Merci. Ja, dann schönen Dank für eure vielen Beiträge. Wenn euch noch was einfällt, erstens, Simon ist erreichbar, zweitens, die ganzen Kanäle, Telegram, Twitter und so sind ja auch noch offen. Also eure Reflexion über dieses Experiment dürft ihr auch öffentlich machen, auch wenn es noch Anregungen gibt, was wir beim nächsten Mal besser machen könnten. Denkt dran, jetzt auch beginnt wieder Doku-Time, die geht aber jetzt über die ganzen nächsten Tage. Ihr habt ja noch weiter Zeit, das zu dokumentieren, was euch so in den Kopf gekommen ist. Und damit würde ich an Joachim wieder überleiten. Dein Mikrofon. Joachim signalisiert ja. Ich habe noch eine Menge an Themen zur Abmoderation, aber bei dem, was alles gesagt wurde, kann ich noch ein bisschen Blödsinn dazufügen. Wir wollen noch ein Gruppenbild machen, das ist noch ein Thema. Simon, vielleicht gehen wir einfach das Gruppenbild an. Entweder wir machen jetzt ein Selfie von uns oder du schaltest uns alle auf die Bühne. Wie machen wir denn das? Auf die Bühne können wir nicht. Ich habe ein, zwei Punkte noch, die ich noch gern loswerden wollen würde. Zum einen werdet ihr jetzt in der Nachbereitung zweimal eine Infomail bekommen am Montag über den Stand, wann sind die Videos verfügbar, wie steht es mit Dokumentation aus. Danach werden wir den Portal dann löschen. Und ich möchte nochmal ganz herzlich danken den LernOS-Supportern, also den Firmen, die durch ihren Einsatz das möglich machen. Der Telekom vertreten durch den Winnie, Datev mit dem Knut habe ich gesehen, 11.18.71, bisher der Alex, der das Camp letztes Jahr möglich gemacht hat, jetzt die Katrin, die mit dabei war, Ernst & Young, die komischerweise diesmal gar nicht dabei waren, aber auch die haben es mitgepusht, SAP mit Thomas Jenne waren gestern
und Siemens Healthineers mit der TAU. Also ohne die Aktiven quasi wäre sowas auch nicht möglich. Und natürlich auch Dank an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Genau, und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen ja auch so ein kleines Impressionenvideo machen und natürlich gehört auch ein Gruppenfoto zum Barcamp. Wir können nicht alle auf die Bühne holen, aber die Idee ist, dass jetzt sozusagen jeder ein Selfie von sich macht und den entweder auf Twitter postet mit dem Hashtag LostCamp20. Da können wir das dann recht einfach rausziehen. Oder wenn ihr es nicht auf Twitter haben wollt oder kein Twitter habt, dann macht das Foto und postet es einfach in die Telegram-Gruppe. Oder noch besser, macht beides. Doppelt gemoppelt hält besser. Im Idealfall kriegen wir dann im Nachgang ein Gruppenfoto mit allen Leuten, die dabei waren. Karl-Heinz und ich machen das auf der Bühne jetzt ja auch mal. Genau. Dann seht ihr auch, dass wir nur vor einem langweiligen grünen Hintergrund stehen. Joachim macht das. Genau, dann würden wir die Bühne... Okay. Jetzt als allerletztes noch dem Simon einen ganz großen herzlichen Dank. Leider kriegen wir das mit dem gemeinsamen Klatschen hier nicht hin. Deshalb notiert euren Dank irgendwo auf sozialen Medien, damit es auch andere mitkriegen und Simon auch. Herzlichen Dank, Simon, für das großartige Experiment. Dankeschön, danke euch allen. Sehr gut, jetzt machen wir gleich die Bühne zu. Das heißt nicht, dass Remote zugeht. So ähnlich wie bei einer physischen Veranstaltung würde uns ja auch das Telekom Facility Management irgendwo rausschmeißen. Aber das Remote-Event ist bis 17 Uhr eingestellt. Also wer noch ein bisschen quatschen will, wenn die Bühne jetzt gleich zu ist, die Tische sind noch aktiv. Da könnt ihr noch, wir bleiben auch noch ein bisschen hier. Und dann freuen wir uns auf dem LostCamp 21. Wird sicher auch irgendwann im Juni nächsten Jahres stattfinden. Wir gucken, dass so in den nächsten Wochen oder ein, zwei Monaten dann auch klar ist, der Termin und der Ort. Ob Hybrid, ob Neuland, ob Hybrid. Danke euch. Bis bald. Okay, tschüss.